Hallo und herzlich willkommen zurück zu Need for Speed Most Wanted, wo wir jetzt gleich mal anfangen, ein paar Rennen zu fahren, damit wir Big Lou schlagen können. Ich würde sagen, wir fangen an mit so einem Mautstellenrennen. Ich weiß nicht, was das ist. Facebook-Nachricht. Lol. Naja, ich weiß, wer es war. Und verflucht seiest du. Der, wer es war, er wird sich angesprochen fühlen. Und hier. Und wir fahren jetzt erstmal dieses Mautstellenrennen. Okay. Perfekter Start. Wir werden dann hier die Abkürzung nehmen. Und ja. Es wird ziemlich. Endlich Ferien, letzter Schultag, Gott sei Dank, vorbei. Stunden Sport gehabt, richtig ätzend. Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Sport aufs Übelste hasse. Es gibt nichts Schlimmeres an einem letzten Schultag als Sport. Es gibt nichts Schlimmeres an einem Freitag Sport zu haben oder jeden anderen Tag in der Woche. Ich persönlich hasse Sport. Aber wenn ihr gern Sport macht, schreibt doch mal in die Kommentare, was ich Sport mache. Weil ich bin ganz ehrlich, ich hasse Körper, also beweglichen Sport. Fußball, Ballsportarten, Leichtathletik und sowas. Sport wie Schach oder so, Brettspiel oder so. Schach ist ja eigentlich Leistungssport. Wenn es auch nicht viele wissen. Nein, Schach ist kein Altmenschensport. Also jeder, der sowas behauptet, ja, der weiß es nicht. Der hat keine Ahnung von der Realität. Das hat dann mal öfters, keine Ahnung, Fernseher gucken, Schach spielen gehen, einfach rausgehen, gucken, vielleicht findet man ja jemanden. Die meisten wollen es einfach spielen, weil es ihnen peinlich ist, dass sie Schach spielen. Ganz ehrlich, es muss kein peinlich sein. Es gibt peinlichere Sportarten. Glaube ich zumindest. Da ich mich nicht wirklich auskenne, schreibt in die Kommentare, was für peinliche Sportarten sind. Bin gespannt, was kommt. Auf jeden Fall, wir haben Hockey gespielt und Hockey ist so ätzend. Richtig mit der Bock hätte, weil ja, kein Sport zu haben. Quatsch, das ist ein Punkt. Da gab es einen Abschluss. Egal. Muss ja nicht jeder Abkürzung nehmen. Egal. Auf jeden Fall, ja. Wir haben Hockey gespielt und so. Wir haben Schläge, die sind so lang, dass ich mich fast auf den Boden legen musste, damit ich überhaupt, dass mein Schläger überhaupt den Boden berührt hat. Und wir haben dieses Rennen geschafft. Und ich würde sagen, wir springen direkt zurück ins Safehouse. Bevor es mich an die Wand ballert. Hihi, mein Spaß. Wir machen jetzt gleich weiter mit dem nächsten Race. Ich würde sagen, wir suchen uns einen einfachen Sprint. Der sieht einfach aus, deswegen machen wir ihn nicht. Der sieht kompliziert aus, deswegen mache ich ihn jetzt einfach mal. Müsst ihr mal gucken. Wenn was gut und einfach aussieht, könnt ihr davon ausgehen, dass die Gegner genauso denken und schnelle Autos haben. Sieht aber was komplizierter aus. Haben sie trotzdem schnellere Autos. Überlegen. Fahren, dass die zwei da ganz nicht drauf haben. Der da zum Beispiel hat es drauf. Und versucht immer bei Kurven den kürzesten Weg zu nehmen. Egal. Kann man machen, muss man aber nicht. Ich mache es, ihr nicht. Auf jeden Fall habe ich dann ein paar Schläge ins Knie gekriegt. Ein schönes Gefühl, wenn es einem das Knie verspricht.
aus meiner Klasse, der kotzt da drauf auf den Tennisball. Das ist nicht so. Hat mir beinahe das Knie gebrochen. Gerade eben, als ich hergekommen bin, den Treppen hochgelaufen. Ich wollte mein Bein abhauen. So hat das wehgetan. Das ist einfach nur der Hartmann. Jetzt bin ich gespannt, wie schlau die sind. So ist aus dem Gesicht sehr schön. Wir fahren jetzt ab, wir zu gehen. Und ja, dann auch nicht viel schneller. Den da vorne, den kriegen wir noch, keine Sorge. Dauert noch ein bisschen. Er kommt. Wenn ich jetzt persönlich das Autokino heizen muss. Ja, der entkommt uns. Scheiß Toyota, einfach viel zu langsam. Jetzt müsste ein LKW irgendwo rausfahren, die alle dagegen donnern und ich fahr dran vorbei und dachte, reparieren. Ja. Eigentlich. Ich würde sagen, wir fahren gar nicht erst durchs Ziel, sondern starten direkt neu. Diesmal natürlich besser. So, Platz. Wir klatschen uns dagegen. Immer noch besser als keiner. Und natürlich der Typ, der ist direkt hinter uns. Jetzt müssen wir halt gucken, dass wir gewinnen. Ich hoffe natürlich, dass ich gewinne. Und ich hoffe, dass wir mitnehmen. Der Schüttel, ey. Jetzt rammt euch gegenseitig weg und bremst beide, weil ihr doof seid. Das ist ein hässlicher Audi da. Nichts gegen Audi, aber das. Hat der die französische. Der Fisch hat die französische Flagge drauf. Das ist ja peinlich. Die waren nicht durch die Abkürzung. Lohnt sich nicht. Wir haben vorher gesehen, die sind schneller als die, wenn die die Abkürzung fahren würden. Sollen die blocken eigentlich die Geschwindigkeit. Die französische Flagge drauf. Nein, wir fahren jetzt auch nicht wieder die Abkürzung. Aber die zwei Trottel tun. Super. Erster und ja. Trottel haben irgendwie, haben es irgendwie geschafft, sich gegenseitig zu blockieren. Ich kann es ganz geschickt ins Ziel fahren, wenn ich die Lust dazu habe. Ich heiz einfach über die Ziellinie. Krasser Eintrifft. Schon voll cool. Alles klar, Rock. Geh mir nicht um den Kopf. Achtung, Bezirk 3. Ein im Zusammenhang mit Unfallflucht gesuchter Verdächtiger wurde soeben gesehen. In Richtung Westen. Der eine hatte tatsächlich eine französische Flagge drauf. Könnt ihr das glauben, Leute? Ich kann's nicht. Und ich guck mal, was ich als nächstes fahre. Wahrscheinlich noch eine Mautstelle. Da kann man so schön cool quatschen da nebenher. Bin ich jetzt froh, dass ich eine Woche Ferien habe, das ziehe ich mir vor durch. Wahrscheinlich am letzten Wochenende gibt es ein langes, ich sag mal etwas, etwas längeres Let's Play. Wahrscheinlich Kumpel. Wahrscheinlich, ich hoffe, dass er Zeit hat. Ich hoffe, dass er die ganze Zeit hat. Und ich mittendrin einfach weg muss, weil keine Ahnung. Ich hoffe halt, dass er Zeit hat. Und sagt, genügt Zeit. Ich will sie so viel sagen, sonst.
Sonst spanne ich euch nur noch länger auf die Folter, falls ihr es denn. Ich guck halt, dass ich so kurz nach Ende. Nach dem letzten Boss, nach der letzten Verfolgungsjagd, soll man Special rausschauen. Was in dieser Folge denn passiert, das verrate ich euch noch nicht. Das ist noch geheim. Oh, ich mach schon wieder falsch, aber egal. Ihr wisst ja, wie es heißt, haben steht im Kopf. Ah, gute 300. Mit sehr wenig Tuning. Geht schon voll gut. Abkürzung nehmen kann. Ich brauche mal die Hand zu kratzen. Nochmal Platz. Oh, komm schon. Ich bin heute nicht in Stimmung fürs Fahren. Voll, keine Ahnung. Mein Driving Skill ist heute nicht so. Aber ich bin zuversichtlich, dass ich das schaffen werde, dass ich nicht so oft gegen die Wand crashen würde. Haben wir auch dieses Mal abgeschlossen. Und ich würde es sagen, wir gehen jetzt zurück ins Safe House. War noch ein Race. Ich weiß bloß nicht welches. Ich will kennen. Wie ich das machen? Ridge und Rosewood. Ja, na gut, machen wir. Versuchen wir das Drag Rennen. Ich bin mir zwar unsicher, dass ich es gut hinkriegen werde, aber. Wir werden sehen. Oh, guckt mal, ein GTO. Die sind unsichtbar. Voll cool gemacht eigentlich. Normalerweise sind die unsichtbar. Nein, ach Leute. Total Schaden. Ey, ich war schon so weit. Oh, ich hab's geschafft, das finde ich sehr gut. Wir waren kurz vorm Motoren-Fail. Ja, willst du mich verarschen? Lass mich jetzt in Ruhe. Junge, Junge, Junge. Der mir schon wieder auf den Keks geht. Wir gehen zurück ins Safe House. Da ich jetzt. Eigentlich müsste ich doch alle Rennsiege haben. Wir machen jetzt den Sprint hier und dann haben wir alle Rennsiege und. Nach dem Sprint beende ich die Folge und danach gehen wir ans Kopfgeld sammeln. Ihr wisst, was das heißt. Ich fühle mich jetzt schon schlecht dabei, wie wir so langweilig Erfolgsabstellfolge auf den Tisch. Oh, guck mal, Porsche. Lil Timmy! Timmy! Jeder kennt ihn, jeder liebt ihn. Ich finde es lustig.
Gar nicht wissen. Meine Eltern fahren haben. Nächste Woche, Freitag glaube ich. Meine Oma besucht. Und auf dem Rückweg. Das mein Bruder nicht wissen und darauf freue ich mich schon gut zu machen. Auf jeden Fall kriegt man das. Und auch dieses Rennen haben wir gewonnen. Und wieder Cash. Achtung, Küstenbezirk. Soeben wurden mehrere im Zusammenhang mit Unfallflucht gesuchte. Nee, wir jumpen ins Safehouse. Und sehen uns in der nächsten Folge, würde ich sagen. Bis dahin, auf Wiedersehen, meine Freunde. Und abonnieren nicht vergessen. Bis dahin.